gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen zurück bei Fides Katholika. Heute mit dem Teil 2.2 der Videoreihe Die große Wunde mit seiner Exzellenz Bischof Vitus Huanda, dem ehemaligen Bischof von Chur in der Schweiz. Ja, ich hätte jetzt einfach gesagt, schauen wir uns mal das Ganze an. Für die Entwicklung des kirchlichen Lebens nach dem Zweiten Vatikanum, somit für die Krise, waren zwei Begriffe entscheidend: Gehorsam und lebendiges Lehramt. Sie können in einem Satz zusammengeführt werden: Dem lebendigen Lehramt ist absoluter Gehorsam zu leisten. Eine bestimmte Interpretation dieser zwei Begriffe hat die negative Entwicklung des kirchlichen Lebens der vergangenen Jahre begünstigt. Denn diese zwei Begriffe wurden als Druckmittel für die Annahme der Neuerungen ausgenutzt. Zu wenig wurden die Gläubigen in früheren Zeiten in die Tragweite des Gehorsams eingeführt, zu wenig wurden sie in der Bedeutung von Lehramt und Tradition unterwiesen, zu oft wurde der Gehorsam sklavisch und unterwerfend verstanden als Kadavergehorsam. Die Angriffe auf die Kirche und eine zu enge Auffassung von der päpstlichen Autorität, vor allem seit dem 18. und 19. Jahrhundert, wirkten sich so aus, dass man nur den absoluten, widerspruchslosen Gehorsam kannte. Dieser Gehorsam wurde den Gläubigen eingeprägt, so haben sie sich widerspruchslos dem gebeugt, was als angeblich notwendige Erneuerung der Kirche vorgestellt wurde. Demgegenüber betont Erzbischof Lefebvre in einer Audienz bei Papst Paul VI. Am 1. September 1976: Ich würde mich gerne auf die Knie werfen und alles annehmen, aber ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln. Diese Haltung wäre damals für viele Gläubige undenkbar gewesen. Man hat dies der kirchlichen Autorität gegenüber nicht getraut. Die Berufung auf das Gewissen wurde zu wenig vermittelt. Der Verlauf dieser Audienz übrigens ist sehr aufschlussreich dafür, wie Autorität damals handgehabt wurde, aber auch heute noch zum Teil handgehabt wird. Missbrauch der Autorität, Terrorisierung der Gläubigen ist nie auszuschließen. Dessen muss sich jeder Katholik immer bewusst bleiben. Der andere Begriff, der Begriff des lebendigen Lehramtes, wurde und wird oft dazu missbraucht, um neue, nicht in der Tradition verankerte Lehren vorzubringen. Die päpstliche, jedoch sowie jede kirchliche Autorität ist an die Regel des Glaubens gebunden. Die kirchliche Autorität bestimmt in diesem Sinn nicht, was zu glauben ist. Sie übernimmt das Glaubensgut, hütet es, schützt es und legt es dar. Dies ist unter dem lebendigen Lehramt zu verstehen. Das Lehramt kann nicht eine willkürliche Veränderung des Glaubens vornehmen und zur Annahme verpflichten. Hier bei der überlieferten Glaubensregel finden wir den Maßstab, um die Haltung und das Wirken von Erzbischof Lefebvre richtig zu beurteilen. Er hat nichts anderes getan, als dass die Pflicht eines Bischofs, ja aller Glaubenden ist, die Lehren und Handlungen der kirchlichen Autorität auf dem Hintergrund der Glaubensregel zu prüfen. Der Codex Juris Canonici ist kein Lehrbuch der
Dogmatik oder der Moral, er ist aber ein Schutz für die Glaubenslehre, für das Glaubensleben. Er ist in erster Linie für das Seelenheil der Gläubigen bestimmt. Nun lesen wir schon im Kodex von 1917 in der Sammlung des kirchlichen Rechts, welche zur Zeit des Zweiten Vatikanums in Kraft war, unter Kanon 23. Im Zweifelsfall wird der Widerruf eines Gesetzes nicht vermutet, sondern spätere Gesetze sind zu früheren in Beziehung zu setzen und mit diesen nach Möglichkeit in Einklang zu bringen. Dieser Grundsatz wurde auch ins kirchliche Rechtsbuch von 1983 unter Kanon 21 aufgenommen. Wenn ein solcher Grundsatz für die menschliche Rechtsprechung, für das positive kirchliche Recht gilt, dann muss er umso mehr für die Lehrverkündigung und für die Regelung des liturgischen Lebens, für den Schutz des göttlichen Rechts angewendet werden. Denn davon ist das Seelenheil der Gläubigen unmittelbar betroffen. Von diesem Grundsatz aus muss alles beurteilt werden, was an Neuerungen und Veränderungen in der Kirche seit dem Konzil geschehen ist. Wie weit herrscht Einklang mit der Lehre der Vergangenheit? Es gibt auch diesbezüglich eine Pietas, eine Ergebenheit und Wertschätzung, einen Respekt vor den Vätern, vor der Vergangenheit der Kirche, vor der überlieferten Lehre und Praxis. In Fragen des Glaubens gibt es keine Wahl. Das Spätere muss mit dem Früheren in Einklang stehen. Das Glaubensbekenntnis muss mit dem Evangelium und den übrigen Offenbarungsschriften in Einklang stehen. Konzilsbeschlüsse müssen mit dem Glaubensbekenntnis in Einklang stehen. Spätere Konzilsbeschlüsse müssen mit früheren bindenden Konzilsbeschlüssen in Einklang stehen. Eben die Pietas fehlte in der Konzilszeit und in der Zeit nach dem Konzil weitgehend. Wie ist man da mit dem Glaubensgut der Kirche umgegangen? Mit Kirchen und Kirchenausstattungen, mit gesegneten Paramenten, mit Personen, die der Überlieferung anhingen, mit Priestern, die aus Gewissensgründen der überlieferten Liturgie treu bleiben wollten. Dies lastet heute noch auf der Kirche. Wie überheblich wurden die Theologen mit ihren Lehren und in ihrem Wahn, zu den Ursprüngen der Kirche zurückzukehren. Das Schlagwort lautete, mit der Kirche wird nun alles besser, wir sind die Generation, die einen Wandel zum Positiven bewirkt. Das war in etwa die Stimmung in weiten Kreisen, eine Stimmung, die dazu führte, dass man mit Verachtung, Sarkasmus und Suffisanz auf das Vergangene herabschaute und sich nicht scheute, selbst Heiliges und Unantastbares gering zu achten. Seit dem Pontifikat Paul VI. Verzeichnen wir immer wieder schwerwiegende Eingriffe in Lehre und Disziplin der Kirche, welche die Pietas vermissen lassen. Wohl der schwerste war der Eingriff in die Liturgie der Heiligen Messe. Über das Heiligste unseres Glaubens wurde ohne Pietas, ohne Respekt verfügt. Dabei hat die Kirche heilige Texte und ebenso liturgische Anweisungen immer mit äußerster Sorgfalt bewahrt und weitergegeben. Veränderungen oder Erweiterungen hat sie nur mit großer Zurückhaltung und Ehrfurcht vorgenommen. Für das heilige Messopfer ganz besonders gilt der Grundsatz, welcher vom Ersten Vatikanischen Konzil bezüglich der Vollmachten des Papstes formuliert wurde, in sich aber für jedes kirchliche Amt gilt. Den Nachfolgern des heiligen Petrus wurde der Heilige Geist nicht verheißen, damit sie durch seine Offenbarung eine neue Lehre ans Licht brächten, sondern damit sie mit seinem Beistand die überlieferte Offenbarung, die Hinterlassenschaft des Glaubens heilig bewahren und getreu auslegen. Man kann sich nach allem, was geschehen ist, fragen, war das, was geschehen ist, ein glaubwürdiges Vorgehen, war es von der Pietas bestimmt?
Gut, das war's jetzt soweit mit Bischof Vitus Wanda. Und ja, er hat jetzt einiges Wichtiges auch erzählt. Ja, die Frömmigkeit haben wir im zweiten Teil gehört. Die Pietas, auf Lateinisch Frömmigkeit. Und er hat ja viel jetzt auch über die Frömmigkeit erzählt. Und hier hat er deutlich gemacht, dass diese gefehlt hat, dass diese nicht vorhanden war. Man braucht die Frömmigkeit, um das Ganze auch wieder, ja, wieder zu sanieren, wieder alles, wieder das Ganze auch richtig zu machen. Und es wird, ohne Frömmigkeit kann es keine Kirche geben. Jedoch, also im ersten Teil ging es ja um die Druckmittel. Die Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil, hat Druck gemacht mit dem beständigen Lehramt. Wie Bischof Vitus Wanda ja auch formuliert hat, schönen Satz, dem ewigen dem authentischen Lehramt muss unbedingter Gehorsam geleistet werden. Es war jetzt nicht ganz im Wortlaut, aber sinngemäß ist es eigentlich das. Selber. Und das ist auch ein wenig von dem, was wir hier auch haben. Es ist immer ein Konflikt. Was macht man? Das ist genauso wie wenn irgendein Gesetz beschlossen wird, das total hirnrissig ist. Ja, jetzt um mal ein Beispiel zu nehmen, jetzt hier das neue Heizgesetz von Robert Habeck. Ja, wenn man jetzt, da wird es auch zu viele Schlupflöcher vermutlich geben. Und man muss halt sich überlegen, ja, macht man jetzt das? Und man macht halt einen riesen Fehler? Oder nehmen wir das nicht an? Oder gehen wir einfach in die Kirche, die Sexualmoral wurde ja in Anführungsstrichen verändert durch die Bischöfe, also eigenmächtig verändert. Da muss man sich jetzt auch überlegen. Also das habe ich vor kurzem, zu dem Zeitpunkt, wo das ganz aktuell war, habe ich mich auch da mit einem Benediktinermönch aus einem konservativen Kloster im Kloster Weltenburg unterhalten. In dem Kloster wurde auch diskutiert, was wir machen, wenn jetzt plötzlich die Schwulen und Lesben kommen und sich segnen lassen wollen. Das können sie ja nicht machen. Die können sie ja nicht den. Also, ja, sie wissen auch nicht. Sollen sie jetzt dann denen den Segen erteilen und damit der Synodalkirche folgen, mehr oder weniger? Oder sollen sie dagegen sein und ihrem Gewissen folgen? Also ich weiß jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist, aber es ist auf jeden Fall immer ein Gewissenskonflikt. Und so nehme ich an, war es auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Was wollte man jetzt? Der Rom unbedingt. Rom kompletten Gehorsam leisten oder ja, Rom eben keinen Gehorsam leisten und seinem Gewissen Gehorsam leisten. Je nachdem, wie man sich entschieden hat, sieht man halt jetzt, was rausgekommen ist. In diesem Sinne, gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.